Herzlich willkommen zu den Client Management Basics. Mit ACMP von Argon zeige ich Ihnen jetzt, wie Sie in kürzester Zeit den Hibernate-Modus bzw. die Schnellstart-Option von Windows 10 deaktivieren. Dies kann zum Beispiel für Wake Online oder Skripte beim Herunterfahren eine große Rolle spielen und nützt Ihnen bei der Administration Ihrer Rechner. Als erstes generieren wir hierfür ein neues Client-Command, was dann die Schnellstart-Option entsprechend deaktiviert. Hierfür klicken wir auf Hinzufügen und können jetzt unter dem Client-Skript das Shell-Execute-Command hinzuziehen. Mit dem Shell-Execute-Command kann ich alles aufrufen, was ich sonst auch übers Ausführen aufrufen kann. Und da habe ich mir hier schon den Power-CFG-Befehl einfach aus dem Internet mal rausgesucht und habe dann den Parameter /hibernate und off entsprechend hinzugefügt. Auf den Prozess warten tun wir auch noch, damit wir den Exit-Code hinterher auch auswerten können. So, jetzt schauen wir hier mal in das Log rein. Hat er das auch erfolgreich ausführen können? Da sehen wir, Exit-Code ist 0. 0 ist in dem Fall immer erfolgreich. Wenn wir hier mal auf Aktualisieren klicken, sehen wir, das Ganze ist ausgeschaltet und meine Fat-Clients könnten jetzt entsprechend auch wieder Wake Online verwenden oder Skripte beim Herunterfahren ausführen. Das Skript bekommt hier noch den Namen Hibernate Off und jetzt könnte ich es an meine Container anhängen, um es bei allen Fat-Clients auszuführen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie weitere Fragen zu diesem Thema haben und sich das ACMP genauer anschauen und testen möchten, stehen meine Kollegen und ich Ihnen gerne zur Verfügung.